Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live. Und bei mir zu Gast ist jetzt Thomas Brandner. Er ist Vize-Technikchef des ORF, Online-Chef, auch Erfinder der TV-Tek und Kandidat jetzt für das Amt des neuen ORF-Chefs. Schönen guten Abend, Herr Brandner. Schönen guten Abend, Herr Fellner. Herr Brandner, Sie sind seit mehreren Jahrzehnten im ORF, ich glaube insgesamt seit 33 Jahren in unterschiedlichsten Funktionen. Warum treten Sie gerade jetzt als ORF-Chef an? Ich bin seit 33 Jahren im ORF, mich hat der Gerhard Zeiler in den ORF geholt und ich bin seit 26 Jahren in Führungsfunktionen. Ich war Kommunikationschef des ORF, ich war Marketingchef des ORF und auch Online-Direktor 5 Jahre und jetzt seit fast 12 Jahren in der technischen Direktion verantwortlich für den Online-Bereich. Und ich kenne das ganze Unternehmen sehr gut, ich kenne die Stärken und die Schwächen. Und ich habe mir in den vergangenen Monaten einige Reformvorschläge für das Unternehmen überlegt und beschlossen, dass ich das in ein Papier zusammenfasse und die beste Gelegenheit, das zu präsentieren und Überlegungen für die Zukunft anzustellen, ist natürlich so eine Generaldirektorenwahl. Jetzt, wenn man den medialen Berichten so glaubt, gibt es einen ganz klaren Favoriten, das ist Roland Weißmann, der vor allem von der ÖVP favorisiert werden soll. Haben Sie überhaupt eine Chance? Das entscheiden die 35 Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte. Es gibt 3 aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten, aber ich glaube grundsätzlich, dass jede und jeder, der antritt, der sich was überlegt, der ein Konzept macht, und der auch die Chance bekommt, sich zu bewerben, auch eine Chance hat, von Stiftungsräten unterstützt zu werden. Und ORF-Wahlen waren immer wieder für Überraschungen gut in den vergangenen Jahrzehnten. Das heißt, Sie trauen sich die eine oder andere Überraschung zu? Das werden wir sehen. Also es werden die Gespräche auch natürlich mit Stiftungsräten ergeben. Aber wir werden das nächste Woche sehen, wie das ausgeht. Jetzt ist ja so ein ORF-Wahlkampf ein sehr strategischer Wahlkampf, weil er sozusagen nur 35 Stiftungsräte hat, die darüber entscheiden. Wie laufen denn die Gespräche, beziehungsweise wie wird im Stiftungsrat Ihre Kandidatur aufgenommen? Ich nehme an, Sie werden schon ein bisschen Feedback eingeholt haben. Also rein formal ist es ja eine Bestellung eines Geschäftsführers, aber es wird natürlich aufgrund der medialen Aufmerksamkeit wie eine öffentliche Wahl wahrgenommen. Klar, der ORF ist ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen. Er gehört Millionen Gebührenzahlern und daher gibt es ein öffentliches Interesse dazu und daher auch entsprechende auch Medienberichte. Ja, ich habe mich in den letzten Tagen bemüht, auch meine Überlegungen auch ein bisschen öffentlich zu machen mit diversen Interviews. Die Zeitungen vergleichen natürlich auch die Konzepte und die Vorstellungen. Und das Allerwichtigste ist, dass wir Reformvorschläge für eine erfolgreiche Zukunft dieses tollen Unternehmen machen. Das ist das ganz Entscheidende, dass wir alle Orfler sind und dass wir alle für das Haus auch das Beste wollen. Darüber sprechen wir gleich. Vielleicht noch ganz kurz, Ihnen wird immer wieder auch nachgesagt, eine gewisse FPÖ-Nähe zu haben. Sind Sie ein FPÖ-Kandidat bei dieser Wahl? Nein, ich bin ein unabhängiger Kandidat und ich habe ein einziges Naheverhältnis zu einer einzigen Institution in Österreich und das ist der ORF. Das heißt, Sie treten als unabhängiger Kandidat an und nicht als Kandidat einer Partei? Ja, natürlich. Jetzt ist diese Abstimmung im Stiftungsrat ja namentlich und öffentlich. Das heißt, die Stiftungsräte müssen sich deklarieren, wen sie wählen. Halten Sie das noch für zeitgemäß? Das kann man für gut halten oder auch für nicht gut halten. Bis 2001 gab es eine geheime Wahl und daher auch viele Überraschungen bei den Ergebnissen, dann wer also Generalintendant oder Generaldirektor geworden ist. Es ist eine gesetzliche Bestimmung, die ist zur Kenntnis zu nehmen. Etwas ungewöhnlich ist es schon, weil in jedem Feuerwehrverein gibt es oder auch in der Schule Klassensprecherwahlen, ist alles geheim. Es ist eine öffentliche Wahl, es ist eine namentliche Abstimmung und die Bedingungen sind so, wie sie sind.
Kommen wir zu Ihrem Konzept. Sie haben es eh schon angesprochen. Was ist denn Ihr Konzept? Die wichtigsten Punkte, weil alles werden wir jetzt im Detail hier nicht in der Sendezeit unterbringen. Aber was sind die Eckpfeiler für die Zukunft des ORF? Sollten Sie ORF-Chef werden? Ich habe mir in den vergangenen Monaten überlegt, ein Konzept, um den österreichischen Rundfunk zu positionieren. Und das hier ist das Konzept für Österreich und seine Menschen, ORF neu. Es sind hier Reformvorschläge für einen erneuerten ORF, der die Herausforderungen der Medienzukunft gut bewältigen kann. Es sind viele strukturelle Überlegungen drin, es sind programmliche Überlegungen drin und es sind auch ganz viele wichtige inhaltliche Dinge drin. Also mir ist es wichtig, dass wir sozusagen diesen Change von dieser ehrwürdigen Rundfunkanstalt in ein modernes öffentlich-rechtliches Medienunternehmen schaffen. Dazu sind viele Maßnahmen notwendig. Ich halte, weil ich das Haus eben Jahrzehnte kenne, eine umfassende Strukturreform für das dringendste Anliegen. Der ORF ist in den letzten Jahrzehnten, und da ist jetzt niemand persönlich schuld oder verantwortlich, aber im Zug der Zeit auch strukturell sehr gewachsen. Wir haben eine Generaldirektion, wir haben vier große zentrale Direktionen in Wien. Wir haben 9 erfolgreiche Landesstudios, die sind Fixpunkt bei mir, weil die sind ein Teil unserer Identität und leisten hervorragende Arbeit im gesamten regionalen Programmgenre auch. Und die Direktionen in Wien, das gibt es jetzt 4, und ich glaube, man könnte durch eine Verschlankung des Unternehmens die wichtige Arbeit auch mit 3 Direktionen erledigen. Das heißt, Sie würden von 4 Direktionen auf 3 Direktionen abspecken. Und welche 3 Bereiche wären das? Das Entscheidende ist, dass wir jetzt in diesem Change-Prozess auch natürlich das Zusammenwachsen der Medien, Fernsehen, Radio, Online, auch in der Struktur abbilden müssen. Wir haben jetzt eine Fernsehprogrammdirektion, wir haben eine Radiodirektion, Online ist halt bei der Technik, aber auch wieder untergebracht in verschiedenen Programmbereichen. Ich bin der Meinung, wir sollten in Zeiten wie diesen eine Programm- und Content-Direktion haben, die für Fernsehen, Radio und Online verantwortlich ist. Channel-Manager-Prinzip hat sich gut bewährt, ist eine gute Einführung. Und alle Programmabteilungen sollten multimedial arbeiten. Eine zweite Direktion wäre eine moderne Finanz- und Business-Direktion, wo auch die Personalkompetenzen drin sind. Der ORF hat Personalkosten pro Jahr von ungefähr 350 Millionen Euro. Und da ist es klar, dass ein CFO, ein Finanzmanager, eine Direktorin oder ein Direktor auch die Personalkosten in dieser Direktion steuern und mitbestimmen sollte. Und die dritte wichtige ist eine Digitalisierungs- und Technikdirektion. Die technische Direktion, wo ich als stellvertretender Direktor seit 8 Jahren tätig sein darf, hat hervorragende Technikerinnen und Techniker, die die ganzen Live-Übertragungen, Kulturübertragungen, Live-Sendungen, Corona-Krise, Information, Kitzbühel-Ski hervorragend meistern. Ich glaube nur, wir müssen jetzt diese Technikdirektion aufwerten und zu einer Digitalisierung und Technikdirektion machen. Als Dienstleister auf Augenhöhe mit den ganzen Programmverantwortlichen. Das wären diese 3 Direktionen. Und ich glaube, das ist eine Struktur, die auch modernen Managementanforderungen von internationalen Großkonzernen durchaus jetzt entspricht. Jetzt gelten Sie als Erfinder der TVT und auch als eines der Masterminds von ORF On. 2 große Projekte, die der ORF in der Vergangenheit im Bereich der Digitalisierung umgesetzt hat. Aber was sind die Projekte, die da in den nächsten Jahren anstehen würden? Wo würden Sie bei der Digitalisierung da jetzt die Hebel ansetzen? Wir haben 2006, und das war der Generaldirektor Wrabetz in seiner ersten Amtsperiode, der diese Strategiewende eingeleitet hat, diese Vernetzung Fernsehen, Radio, Online, und der mir und meinem Team auch die Chance gegeben hat, hier diese Strategie umzusetzen. Und wir haben dann 2009 trotz vieler EU-rechtlicher Hürden die TVTEC gegründet. Das ist nicht allein mein Verdienst, sondern wir haben ein tolles Team dahinter. Und der Dr. Wrabetz hat das auch immer massiv unterstützt, dass das überhaupt möglich ist. Weil so ein, auch ein Innovationsprojekt in so einem großen Konzern umzusetzen, durchzusetzen,
braucht die Unterstützung auch des Generaldirektors. Das war der erste große Schritt. Und so wurden in den vergangenen 15 Jahren eine ganze Reihe von wichtigen Projekten im Bereich der Digitalisierungsoffensive umgesetzt. Wir haben die Radiothek gegründet im Jahr 2019, viele Apps. Wir haben Internet auch ins Fernsehen gebracht mit ORF Smart. Es gibt jetzt viele neue Initiativen. Und die Arbeit der vergangenen 15 Jahre ist in Wirklichkeit eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir jetzt diese Digitalisierungsoffensive in den nächsten Jahren noch schneller und noch kompakter umsetzen werden. Es gibt das Großprojekt ORF Player. Das ist jetzt gerade in Umsetzung. Und wir hoffen damit, dass wir auch diese Strategie ORF Content auf allen Plattformen anzubieten, entsprechend umsetzen können. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ORF Content auf allen Plattformen anzubieten. Das ist immer ein Streitthema. Soll der ORF auf Social Media sein? Wenn ja, wie soll er auf Social Media sein? Auf welchen Kanälen? Wie sieht Ihre Strategie da aus? Finden Sie, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender auf Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitter etc. präsent sein sollte? Ich glaube nicht, dass wir unseren Content an amerikanische Großkonzerne faktisch verschenken sollten, sondern das sind Qualitätsprodukte im Video- und im Audiobereich. Viel eher bin ich der Meinung, dass wir unseren Content auch mit unseren österreichischen Mitbewerbern im Printbereich mit denen teilen sollten und die mit denen enge Kooperationen machen sollten. Wir haben 2017 eine Austria-Video-Plattform gegründet. Sie erinnern sich, beim Start waren ja auch alle Großen dabei und bis heute ist es ein ganz wichtiger Bereich, wo ORF-Informationscontent den Online-Plattformen der österreichischen Zeitungen zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, wir müssen hier in Österreich auch diesen Schulterschluss schaffen, dass der ORF mit den privaten Medienhäusern im Content-Bereich, im Login-Bereich, aber auch in der Vermarktung zusammenarbeitet. Es hat keiner was davon. Der ORF hat nichts davon, wenn es den Zeitungen schlecht geht und die Zeitungen haben nichts davon, wenn es den ORF schlecht geht. Ich glaube, wir müssen hier gemeinsam für den Medienstandort Österreich Initiativen setzen. Das ist oft nicht leicht, weil da gab es oft Streitereien in der Vergangenheit. Aber ich glaube, dass gerade der FÖZ, aber auch jene Zeitungen, die dort nicht Mitglied sind, auch ein Interesse an einem starken ORF haben, weil nur wenn wir gemeinsam agieren in diesen drei Bereichen, wir auch diese Übermacht der globalen Player, die ja faktisch bald 50% der österreichischen Digitaleinnahmen für sich lukrieren, also die sind weg aus Österreich. Wenn wir hier gemeinsam agieren, glaube ich, ist das für alle Beteiligten gut. Zusammenarbeit statt Konflikt, das halte ich für ganz wichtig. Diskutiert wird ja auch immer wieder, inwiefern die ORF-Angestellten, im Ersten oder primär natürlich Moderatoren und Journalisten, auf Social Media präsent sein sollen. Da gibt es einige sehr namhafte wie Armin Wolf, die haben hunderttausende Follower und auch teilweise eine sehr punzierte Meinung, die sie dort kundtun. Da gab es ja auch immer wieder Diskussionen, dass man Richtlinien macht für die, ob die überhaupt dort posten dürfen oder nicht. Wie sehen Sie das? Finden Sie das in Ordnung, dass die dort teilweise ihre Privatmeinungen vertreten? Ja, da gab es in den vergangenen Jahren Diskussionen, an denen ich auch beteiligt war. Das ist auch gar nicht schön zu reden. Da gab es kritische Punkte dabei. Ich glaube grundsätzlich, es gibt klare Social-Media-Richtlinien. Es gilt die Meinungsfreiheit. Aber sozusagen, man darf mit Aussagen, egal ob sie auf Social Media fallen oder in einem Zeitungsinterview oder auch in einem Radio- oder Fernsehinterview, nicht dem Unternehmen ORF schaden. Und ich glaube, das hat auch keiner der ORF-Moderatorinnen oder Moderatoren im Sinn, wenn sie auf Social Media Kommentare abgeben. Hin und wieder kann vielleicht die eine oder andere Formulierung anders ausfallen. Aber im Wesentlichen ist Social Media und die Social Media Aktivitäten des ORF auch ein wichtiger Kommunikationskanal des ORF, der Unternehmensziele, der Programmverantwortlichen, damit wir auch mit unserem Publikum, vor allem den jungen Zielgruppen, gut in Kontakt treten können. Weil letztlich bei allen Aktivitäten, es geht bei dieser Generaldirektorenwahl nicht nur um Politik und wer hat welchen Einfluss. Das Entscheidende ist das Publikum und das Entscheidende sind die Kundinnen und Kunden. Weil die müssen zufrieden sein, die bezahlen uns, die wollen ein gutes Programm haben
und wie das entsteht und was dahinter ist und wer welche Abteilung führt oder wer gerade wo ist, dass diese Befindlichkeiten sollten im Haus bleiben, nach außen hin sollten wir ein offenes, modernes Medienunternehmen für das österreichische Publikum sein. Und das sind wir und das soll auch in Zukunft so sein. Apropos die Kunden, die Sie bezahlen, es gibt ja noch immer die GIS-Gebühr, die doch höchst umstritten ist. Würden Sie als ORF-Chef an dieser GIS-Gebühr festhalten? Braucht es heutzutage wirklich noch ein gebührenfinanziertes Fernsehen? Es ist die Basis der Existenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es ist sozusagen eine Art Grund-DNA, dass wir aus Gebühren und aus Werbung finanziert werden. Das heißt jetzt nicht, dass wir mit denen Gebühren machen, was wir wollen, sondern die müssen fürs Programm eingesetzt werden, zum Nutzen des Unternehmens. Wir könnten das jetzige Leistungsportfolio mit den 4 Fernsehsendern, mit den 3 nationalen Radioprogrammen, mit den 9 trimedialen Landesstudios, mit dem Online-Teletext-Angebot, diese vielen Aktivitäten, auch im Bereich Barrierefreiheit, nicht finanzieren, wenn wir diese Einnahmen aus den Gebühren nicht hätten. Weil auch hier in diesem Studio in den letzten Tagen ein ORF-Bashing begangen worden ist, den ORF braucht man nicht und abschaffen. Ich möchte da klar dagegen halten. Der ORF ist sehr wichtig für Österreich. Der ORF ist Teil der Identität Österreichs. Er leistet entscheidenden Beitrag für die Information in dem Land. Das hat man in der Corona-Krise gesehen. Im Übrigen nicht nur der ORF, sondern auch private TV-Sender wie Ö24, wie Puls4, wie Servus TV. Ich will deren Arbeit in keiner Weise schmälern. Im Gegenteil, hier passieren auch sehr, sehr gute Sendungen. Aber bezüglich der Gebühr, dieses umfassende, große Leistungsvolumen, auch im Kulturbereich, im Sportbereich, für die Wissenschaft, das wäre ohne der Gebühr nicht möglich. Das ist im ORF-Gesetz so verankert und ich bin der Meinung, dass diese Mischfinanzierung auch entsprechend beibehalten werden sollte. Wie unabhängig ist denn der ORF eigentlich wirklich Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, der ORF ist so unabhängig, wie sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen, agieren und arbeiten. Und ich glaube, dass gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten unter allen Generalintendanten und Direktoren, und ich habe jetzt immerhin schon 6 erlebt, also Bacher, Podgorski, Zeiler, Weiß, Lindner und Wrabetz, also das ist schon eine lange Zeit. Jeder hatte oder hat seinen eigenen Stil, aber allen war eines gemein. Der ORF muss unabhängig sein, um auch die Glaubwürdigkeit in Österreich, in der Medienlandschaft für die Bevölkerung tagtäglich unter Beweis stellen zu können. Und Garanten dafür sind die Journalistinnen und Journalisten in allen 3 Medien. Das ist ganz entscheidend. Das wird in Zukunft zusammenwachsen. Fernsehen, Radio, Online in dem neuen trimedialen Newsroom. Und gerade hier ist auch wichtig, dass die Unabhängigkeit gewährleistet ist. Haben Sie das Gefühl, dass die politische Einflussnahme in den letzten Monaten zugenommen hat auf den ORF? Dass es da mehr politischen Druck gibt, mehr Begehrlichkeiten? Nein, das ist vielleicht vor Wahlen so, dass die Parteien sich aufregen, dass vielleicht einmal ein Bericht zu kurz ist, zu lang ist, kein gutes Foto eines Politikers auf ORF.at abgebildet ist und Interventionen, das gehört dazu. Wir sind ein öffentliches Unternehmen und wir agieren nicht im luftleeren Raum. Es sind Vertreter von politischen Gebietskörperschaften und Institutionen im Stiftungsrat drin, von der Bundesregierung, von den Landesregierungen, von den Parteien. Es ist kein Privatunternehmen, es ist ein öffentliches Unternehmen und daher ist klar, dass die Stakeholder aus der Politik kommen. Das heißt aber nicht, und das ist genau diese Grenze, dass der ORF auf diese politischen Wünsche und Interventionen eingehen muss. Es ist einmal die Partei zufrieden und dann die andere wieder nicht zufrieden. Das mischt sich gut durch. Ich habe schon sehr, sehr viel erlebt und glaube, dass das auch in Zukunft in einem normalen Maß sich abspielen wird. Befürchten Sie aber, dass es da zu Umfärbungen kommt im ORF? Die Opposition sagt immer wieder, da kommt jetzt der Türkisfunk und die ÖVP will jetzt den ganzen ORF urbanisieren. Sehen Sie das auch?
Nein, sind bei uns hervorragende Managerinnen und Manager, Programmleute. Natürlich, diese Punzierungen gibt es halt immer wieder. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die ORF-Geschäftsführung einen geraden Weg geht, Personen vorschlägt für die einzelnen Funktionen, die kompetent sind, die ihre Arbeit machen und die vor allem, wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eine einzige Nähe haben, und das ist die zum ORF. Braucht es eigentlich Ihrer Meinung nach ein neues ORF-Volksbegehren? Nein, Volksbegehren braucht es eigentlich nicht. Es braucht jetzt eine Digitalnovelle, damit wir jene digitalen Schranken oder jene Projekte, die wir schon lang tun wollen, endlich tun können dürfen. Also es kann nicht sein, dass im Jahr 2021 wir keine Online-Only-Angebote oder Online-First-Angebote machen können. Übrigens auch im Interesse der Österreichischen Zeitung und deren Online-Angebote, weil wenn wir eine Vernetzung wollen, Stichwort Player des ORF, mit den Digitalangeboten auch der Österreichischen Zeitungen zum Nutzen auch der Reichweite, brauchen wir gewisse Dinge, die uns jetzt vom Gesetzgeber erlaubt sind. Es gibt so Skurrilitäten, wenn ich zum Beispiel eine Fernsehdokumentation, eine zeitgeschichtliche, die ausgestrahlt wird, dann darf sie auf der TV-Thek nur 7 Tage online sein. Wenn am 8. Tag eine Bildungsdirektion eines Bundeslandes anruft, wo ist die TV-Thek-Dokumentation, diese zeitgeschichtliche, wir wollen es gerne den Schülern jetzt im Geschichteunterricht zeigen, sage ich, tut mir leid, wir mussten es offline nehmen, weil das ist das ORF-Gesetz. Also das ist auch gegen die Interesse und gegen die Wünsche und gegen auch das moderne Mediennutzungsverhalten der Bevölkerung und vor allem der vielen Jungen, die es gibt. Und das wollen wir ganz massiv aufbauen. Zurück zu Ihrer Frage Volksbegehren, ich habe das nicht vergessen. Hugo Portisch hat im Jahr 1964 dieses Volksbegehren gemacht und er ist eigentlich damit der Gründervater der Unabhängigkeit des ORF, wo ja damals rot-schwarze Parteibesetzungen und Postenbesetzungen vorgenommen worden sind. Ich glaube, es braucht kein Volksbegehren, aber was es sehr wohl braucht ist, und das ist auch in meinem Programm drin, der ORF muss sich in den nächsten Jahren und vor allem in den nächsten 5 Jahren diese Gebührenlegitimation, diese Kontakte und die Kommunikation zur Bevölkerung verstärken. Wir müssen noch mehr erklären, da ist schon viel passiert, da will ich jetzt niemanden dafür kritisieren, wir müssen noch mehr erklären, welche Leistungen mit dieser Gebühr verbunden sind und was und welchen Nutzen und welchen Wert wir für die Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in diesem Land leben, haben als ORF. Das ist ganz entscheidend. Und da geht es auch darum, wie unterscheiden wir uns denn von den Privatsendern? Wo müssen wir denn die finanziellen Mittel hingeben? Wir müssen sie dort investieren, wo wir USPs haben. Das ist die Information, das ist die Regionalität, das ist ganz entscheidend. Ich habe vorgeschlagen und ich hoffe, das wird auch angenommen, dass unsere Fernsehregionalisierungszeit von jetzt 19 Uhr bis 19.20 Uhr in ORF2 verlängert wird, von 18.30 Uhr bis 19.20 Uhr, dass wir noch mehr Informationen aus den Bundesländern, aus den neuen Landesstudios mit regionalen Talks, im Übrigen auch unter Einbindung wiederum der Printmedien, entsprechend bringen können. Also Information, Regionalisierung und Live. Live-Sport, Live-Kultur. Wenn wir diese USPs im Fernsehbereich, der sich dann natürlich auch in den Digitalbereich überträgt, verstärken und dort die Mittel jetzt rein investieren, habe ich keine Sorge, dass wir nicht bestehen können gegen Konkurrenz, sowohl was im linearen Fernsehen betrifft, als auch gegen internationale Pay-TV oder auch Internetplattformen. Abschließende Frage noch, Herr Brandner, wenn Sie jetzt nicht zum ORF-Chef gewählt werden, Sie haben sich da jetzt doch ja einigermaßen aus dem Fenster gelehnt. Wie geht es dann weiter? Bleiben Sie dann im ORF oder was planen Sie für die Zukunft? Also ich fühle mich jung genug, dass ich noch ein paar Jahre hoffentlich einen aktiven, wertvollen und erfolgreichen Beitrag für den ORF in dieser wichtigen Digitalisierungszeit leisten kann. Ich halte diese Bewerbung für legitim. Ich glaube, es ist auch keine Bewerbung gegen jemanden. Ich habe sowohl mit dem Generaldirektor Brabetz als auch mit den beiden aussichtsreichen
Gegenkandidaten, die Lisa Dotzauer und der Roland Weißmann, ein hervorragendes Arbeitsverhältnis. Wir haben viel gemeinsam umgesetzt. Ich möchte jetzt diese Chance nutzen, um meine Vorstellungen, mein Konzept und mein Programm auch entsprechend präsentieren zu können. Und alles, was danach ist, werden wir dann am 11. August sehen. Und wie gesagt, EUF ist ein tolles Unternehmen und ich bin sehr, sehr gerne für dieses tolle Unternehmen tätig. Herr Brandner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank, Herr Fellner. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter und dann sind gleich Sebastian Born-Mehner und Gerald Groß bei mir zu Gast. Nach einigen Wochen sozusagen Skype-Diskussionen, diesmal wieder beide live, beide aus dem Urlaub zurück, wird eine hitzige Diskussion. Es geht unter anderem um das Thema Impfpflicht, um das Impfen generell. Es geht aber auch um den Klimawandel angesichts der verheerenden Brände und der Hitzewelle, die derzeit im Mittelmeerraum tobt, und es geht um das Thema Asyl. Also gleich mehr dazu bei der Diskussion Sebastian Born-Mehner und Gerald Groß hier auf OE24 TV.